In diesem Video erfährst du, wie du das neue LightRider Interface anschließt, in Betrieb nimmst und welche wichtigen Schritte am Anfang zu beachten sind. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 223, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechniker. Mein Name ist Jan und ich zeige euch heute in diesem Video, wie du das neue LightRider Interface anschließt, in Betrieb nimmst und was man damit beachten muss und wie das Ganze natürlich dann auch funktioniert, damit du deine Lampen am Ende steuern kannst. Dann würde ich sagen, legen wir doch los. Ich habe hier schon ein paar Sachen für euch auf dem Tisch vorbereitet, die wir gleich brauchen werden. Ich erkläre mal ganz kurz im Detail, was es da hier so gibt. Wir haben einmal das USB-C-Ladekabel, was ich quasi brauche, um das Interface von LightRider mit Strom zu versorgen. Dann natürlich das LightRider-Interface selber. Übrigens, das Ladekabel ist natürlich auch im Lieferumfang enthalten. Das heißt, das braucht ihr euch nicht extra kaufen. Dann ein DMX-Kabel, um natürlich das LightRider-Interface mit einer Lampe zu verbinden. Eine Lampe habe ich mir auch hier rausgesucht, und zwar hier die Lightcraft BeamX7. Eine ganz schöne Paarkanne, und was wir dann natürlich haben, noch ein Netzteil. Das ist ein Standard-Netzteil, was man halt auch ganz normal beim Mediamarkt und Co. und in Elektrofachmärkten entsprechend bekommt. Dann haben wir auch mein Tablet, hier ein iPad Pro, mit dem ich dann später euch zeige, wie das Ganze dann in Betrieb genommen wird. Gut, als erstes nehmen wir das Netzteil. Wir nehmen das USB-C-Ladekabel, stecken das einfach hier in das Ladegerät rein, dann verbinden wir das natürlich mit dem Stromstecker, auf der anderen Seite den USB-C-Stecker ins Interface hinten reinstecken, damit das Ganze dann auch vernünftig mit Strom versorgt wird, und dann sehen wir, wenn wir das Gerät einschalten, dass hier direkt EA auf dem Screen steht und hier auch schon ein paar Dioden bzw. Lampen an zu blinken fangen auf dem Gerät, also ist das erstmal für den Moment in Betrieb genommen. Des Weiteren müsst ihr natürlich auch eine physikalische Verbindung zwischen dem LightRider-Interface und euren Lampen herstellen. Dazu habe ich ja hier das XLR-Kabel. Das schließe ich an das Interface an. Ganz wichtig, ihr müsst die linke Buchse für LightRider nehmen, und wenn ihr das Ganze mit DustLight betreiben wollt, also wenn ihr DustLight über das LightRider-Interface steuern wollt, müsst ihr die rechte XLR-Buchse im Interface nehmen. Das nur nochmal so am Rande. Auf der anderen Seite, das andere Ende, schließe ich hier einfach an die Paarkanne an. Und dann ist der physische Teil an dieser Stelle auch schon beendet. Damit ist die physikalische Verbindung erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, ist alles vernünftig, läuft hier alles. Jetzt geht es darum, das Ganze im Tablet zu machen. Wenn man das LightRider-Interface hat, muss man sich so vorstellen, das ist so ein bisschen wie ein Router. Das heißt, das LightRider-Interface selber baut ein WLAN-Netzwerk auf, mit dem man sich dann übers Tablet verbinden kann. Ich gehe jetzt mal hier in die Einstellungs-App vom iPad rein, kriege dann hier die WLANs angezeigt, und dann hat man da Smart DMX Interface oder irgendwas mit DMX. Dann wählt man das quasi hier entsprechend aus, und dann sieht man auch am Interface selber als Rückmeldung, dass diese blaue Lampe leuchtet. Das heißt, dass eine Verbindung zwischen Tablet und Interface hergestellt ist. Wir haben eine WLAN-Verbindung hergestellt mit dem LightRider-Interface, und jetzt geht es darum, die App selber zu starten. Ganz wichtig, ich würde euch erst empfehlen, erst alles anzuschließen und dann am Ende die App entsprechend zu starten. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal rein. Ich klicke mal hier drauf auf die LightRider-App, und dann öffnet sich diese. Und ihr müsst links oben auf diese drei Balken klicken, und dann sehen wir hier auf der linken Seite, dass das Interface schon am Laden ist, beziehungsweise dass sich jetzt die LightRider-App mit dem Interface verbindet. Und man sieht dann hier am Interface selber leuchtet zum einen einmal die blaue Lampe, weil ja eine WLAN-Verbindung hergestellt ist. Diese blinkt jetzt auch, und das Display zeigt LI an, was euch die Rückmeldung gibt, dass das LightRider-Interface mit der LightRider-App verbunden ist. In der LightRider-App selber sehen wir dann hier auch unter Interfaces, sind die Sachen auch entsprechend angesteuert. Und wenn wir jetzt hier nochmal den Scheinwerfer anmachen, können wir dann auch sehen, dass das hier auch vernünftig funktioniert. Ich gehe mal unter Geräte, und dann sehen wir hier, wenn ich jetzt die einzelnen Fader mal runterdrehe, dass ich hier den Scheinwerfer ohne Probleme ansteuern kann, sowohl manuell als auch natürlich hinterher in der normalen Live-View, wo ich dann auch hier unterschiedliche Farbszenen auswählen kann. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, und ihr wisst jetzt, wie ihr das LightRider Interface anschließen könnt. Solltet ihr weitere Fragen haben, wie das Ganze hier auch funktioniert, könnt ihr das gerne unter das Video posten, oder wir haben auf Facebook eine spezielle Gruppe, LightRider at Work. Da könnt ihr gerne beitreten und natürlich dann eure Fragen oder, falls ihr Probleme haben solltet, diese da gerne auch stellen. Des Weiteren möchte ich euch bitten, wenn ihr es noch nicht getan habt, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren unter dem Video und natürlich einmal die Glocke läuten, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neue Videos für euch online stellen.
Jetzt möchte ich von euch gerne mal wissen, was haltet ihr vom LightRider Interface? Habt ihr es schon im Einsatz, überlegt ihr es euch zu kaufen? Schreibt doch gerne mal einen Kommentar unter dieses Video und dann können wir da auch gerne fleißig drüber diskutieren. Ihr könnt auch gerne unsere weiteren Social Media Kanäle auf Instagram und auch auf Facebook abonnieren und kriegt somit auch immer die aktuellen News rund um Stage 2 zu 3. Wie am Ende sage ich Practice and Enjoy!